Hallo Leute und willkommen beim neuen Video von mir. Heute zeige ich euch Total War 3 für den Aya Neo 4500U. Am besten mal zusehen, die Wattzahl ist auf 17 gestellt. Ich habe es jetzt selber noch nicht getestet, mal schauen wie es läuft. Gleich vorweg, ihr seht, es geht nichts, weil das Spiel eigentlich nicht für den Controller ausgelegt ist. Darum bei mir einmal den L3-Knopf halten. Schon ist die Maus aktiviert. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Ja. Na, das war ein Vorführeffekt wahrscheinlich so Headset. Da habe ich meine Maus. So. Gesagt, A ist die linke Maustaste. B die rechte. Und da habe ich wie S, A, D drauf. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Button hier verlegt, dann kann ich es euch gerne sagen. So, dann schauen wir mal in die Kampagne rein. Schon ein bisschen vorgespielt auf meinem PC selber. So, ich tue es jetzt nur ein bisschen näher hin, damit man auch mehr sieht. Nur kurz schauen, wo wir hin müssen. Ja, jetzt sind sie mal richtig. Naja, ich kann jetzt noch nichts sagen, bis jetzt läuft es ganz gut. Ich glaube, das wissen wir dann erst bei den großen Schlachten, dann, wie es läuft. So, da greifen wir mal an. Defy the dark powers and prevent another great war against chaos.
stronghold has fallen into ruin, blackened by those that defile its halls. It has become the den of the wolf. Einmal auch schon erwähnt mit dem Iospace. Also das Spiel habe ich nicht geschafft, mit dem Iospace zu starten. Manche Games gelingen irgendwie da nicht. Wahrscheinlich muss da noch ein bisschen nachgepatcht werden. Prepare your forces carefully. You can give them precise orders to move into better positions. So, nach ein bisschen herumprobieren habe ich es endlich mal geschafft. So, jetzt fangen wir mal an. Jetzt geht's endlich in die Schlacht. Und da bewegen wir uns schon langsam. Können wir auch ein bisschen vorwärts, ein bisschen schneller machen. Ja, da kommen schon die ersten. Los. Ich glaube, ich muss nur noch ein paar Buttons machen. So funktioniert es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die FPS kann ich euch leider nicht sagen, weil bei mir der River Tuna ein bisschen spinnt, deswegen die FPS nicht angezeigt werden können. Gleich weiter. Jetzt sieht man's gut, ich glaube schon. Schaut es dann gleich, auf welchen Einstellungen das Spiel läuft hier. Ich glaube, das wäre auch noch ganz interessant. Wie gesagt, auf 17 Watt läuft es jetzt. Oh, gleich schauen wir. So läuft es eigentlich ganz gut so.
So, schauen wir nach. Qualität hoch. Bildschirmauflösung 1024x640. Okay. Erweitert. Auch alles so hoch. Nicht schlecht. Dann soll es das auch gewesen sein. Was man sieht, das Spiel läuft gut. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, ich würde es immer mit Maus und Tastatur spielen. Es geht so, ja, aber naja. Wer es halt möchte. Also das war's. Danke fürs Zuschauen.